Interessieren Sie sich für Sport? Haben Sie vielleicht sogar die Leichtathletik-Meisterschaften für Deutschland dieses Jahr in Erfurt verfolgt? Dann kennen Sie vielleicht auch diesen jungen Mann hier, Julian Howard. Er ist deutscher Meister dieses Jahr im Weitsprung geworden, mit einer Weite von 8,15 Meter. Aber in diesem Wettkampf ist einer noch weiter gesprungen. Er da nämlich. Er ist ganze 8,19 Meter gesprungen. Deutscher Meister ist Markus Rehm dennoch nicht geworden. Denn aufgrund seines kleinen Handicaps sprang er alleine außer Konkurrenz. Es heißt, nur aufgrund seiner Prothese würde er so weit springen. Aber haben Sportler mit Prothese im Weitsprung wirklich einen Vorteil gegenüber nicht gehandicapten Sportlern? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns zuallererst anschauen, wie die Weite im Weitsprung überhaupt zustande kommt. Im Weitsprung spielen zwei Komponenten zusammen. Das ist zum einen der Anlauf und zum anderen der Absprung. Erst zusammen bestimmen sie, wie weit der Sprung auch wirklich geht. Im Anlauf geht es darum, eine möglichst große horizontale Geschwindigkeit zu erreichen. Die ist gleichbedeutend mit kinetischer Energie, also Bewegungsenergie. Im Absprung wird diese dann in Vertikalgeschwindigkeit umgesetzt, zu einem gewissen Teil. Die Vertikalgeschwindigkeit bestimmt, wie lange der Sportler in der Luft bleibt. Und die übrig gebliebene Horizontalgeschwindigkeit sorgt dafür, dass der Sportler auch wirklich weit springt und nicht nur hoch. Das waren aber jetzt auch schon wirklich alle Gemeinsamkeiten zwischen nicht gehandicapten und gehandicapten Sportlern. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist ganz klar die Prothese. Es heißt also menschliches Bein versus technische Prothese. In unserem Bein befinden sich zahlreiche Sehnen und Bänder. Die sorgen dafür, dass wir Energie speichern können und diese auch wieder zurückbekommen. Und genau das versucht die Prothese zu imitieren. In unserem Bein haben wir aber auch noch Muskeln, die aus Muskelfasern bestehen. Aufgrund dieser können wir aktiv laufen. Das Bein kann also aktiv und passiv arbeiten. Und hier befindet sich der große Unterschied zur Prothese. Die Prothese kann nur passiv arbeiten. Denn bei aller Mühe, die Prothese läuft nicht von selbst los. Dieser Unterschied macht sich bereits bei der ersten Komponente, dem Anlauf, bemerkbar. Während Julian Howard aktiv aus seinen Unterschenkeln Energie und somit Geschwindigkeit generieren kann, also schlichtweg laufen, muss Markus Rehm aufgrund seiner Prothese eine völlig andere Bewegungstechnik wählen. Denn man mag es gar nicht glauben, aber die Prothese ist starr. Ich kann die mit zwei Händen gar nicht so zusammendrücken. Man denkt immer, die würde so einfach zusammenklappen, wenn man die Bilder im Fernsehen sieht. Aber genau dem ist eben nicht so. Da er nun ihm quasi ein Unterschenkel fehlt, muss er seine Rücken- und seine Hüftmuskulatur einsetzen, um das Bein bewegen zu können. Markus Rehm ist aber unterhalb des Knies amputiert, sodass er immerhin noch die Chance hat, aktiv die Prothese vor und zurück zu bewegen. Bei diesem Bild fällt noch etwas auf. Irgendwie sieht das bei Markus Rehm so ein bisschen unrund aus. Das ist irgendwie asymmetrisch. Und ja, er weist tatsächlich eine asymmetrische Biomechanik auf, die von Nachteil sein kann. Um die Biomechanik ging es auch in einer Untersuchung der Deutschen Sporthochschule in Köln am Institut für Biomechanik und Orthopädie, die von Markus Rehm angestoßen worden ist. Hier wurde die Biomechanik von nicht gehandicapten und gehandicapten Sportlern miteinander verglichen. Erster Punkt war na klar, auch bei dieser Untersuchung die Horizontalgeschwindigkeit, die im Anlauf generiert wird. Bei dieser Untersuchung nahmen 7 nicht gehandicapte Sportler teil. Für jeden dieser 7 Sportler steht eine Farbe. Unter ihnen war auch der Olympiasieger von 2016 aus Rio, Jeff Henderson. Diese Grafik stellt nun die Horizontalgeschwindigkeit bei 2 ganz wichtigen Punkten im Weitsprung dar. Das ist zum einen
der Moment, in dem der Fuß auf das Brett aufgesetzt wird, der sogenannte Touchdown. Und der andere Moment ist der, in dem der Fuß wieder hochgehoben wird, also der eigentliche Moment des Absprungs, der sogenannte Toe-Off. Und bei dieser Grafik fallen jetzt zwei Dinge auf. Zum einen waren die Sportler ziemlich zügig unterwegs. Der schnellste Sportler war fast 10 Meter pro Sekunde schnell. Das entsprechend 36 km/h. Also schneller als ein Auto in der Stadt. Der Durchschnitt lag bei etwas über 9 Meter pro Sekunde. Hier wird der Durchschnitt mit einem schwarzen Strich dargestellt. Das Zweite, was auffällt, ist, dass die Sportler dramatisch an Geschwindigkeit zwischen Touchdown und Toe-Off verlieren. Im Schnitt etwas mehr als 1 Meter pro Sekunde. Spannend wird es nun, wenn wir diese Grafik mal mit der Grafik der gehandicapten Sportler vergleichen. Bei der Untersuchung nahmen 3 gehandicapte Sportler teil. Und zwar die 3 besten Para-Weitspringer der Welt. Unter ihnen ganz klar auch Markus Rehm. Seine Werte sind in blau dargestellt. Und hier sind auch wieder einige Dinge augenscheinlich. Die Anlaufgeschwindigkeit ist viel geringer als die der nicht gehandicapten Sportler. Das ist ein ganz klarer Nachteil und liegt an der Prothese, die die Geschwindigkeit limitiert. Aber die Sportler verlieren auch weniger an Geschwindigkeit. Nichtsdestotrotz ist das Endgeschwindigkeitsniveau viel geringer als das der nicht gehandicapten Sportler. Kommen wir von der Horizontalgeschwindigkeit zur Vertikalgeschwindigkeit. Fangen wir auch hier wieder mit den nicht gehandicapten Sportlern an. Die negative Vertikalgeschwindigkeit am Anfang liegt einfach daran, dass man so ein bisschen zusammengestaucht wird. Im Schnitt generieren die Sportler ungefähr etwas über 3 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit und sind auf einem relativ hohen Geschwindigkeitslevel. Vergleichen wir das doch mal mit der Grafik der gehandicapten Sportler. Es gibt zwischen diesen beiden Grafiken fast keinen Unterschied. Das ist das Bemerkenswerte. Aber die gehandicapten Sportler müssten ja jetzt irgendwoher zusätzliche Energie bekommen haben. Aber woher kommt denn diese Energie im Absprung? Gehandicapte Sportler, die wie Markus Rehm von ihrer Prothese abspringen, können sich jetzt die Eigenschaften der Prothese wirklich zunutze machen, nämlich die Speicherung und die Abgabe von Energie. Dazu kommt, dass die Sportler über ihre Hüfte positive Arbeit verrichten können, also noch zusätzlich Energie hinzufügen können. Das sorgt dafür, dass sie einen Energieplus machen. Sie können 114%, überlegen Sie sich das mal, 114% der Energie aus dem Absprung in Weite umsetzen. Das ist unfassbar effizient und ist gleichbedeutend mit einem riesigen Vorteil. Denn die nicht gehandicapten Sportler machen einen drastischen Energieverlust. Sie können nur ungefähr 56% der Energie, die sie im Absprung generieren, auch in Weite umsetzen, da ihre Sehnen und Bänder gar nicht so viel Energie wieder zurückgeben, wie die Prothese es tut. So, Absprung, Anlauf, alles haben wir nun betrachtet. Wie ist das denn nun? Haben gehandicapte Sportler einen Nachteil oder doch einen Vorteil, wie man augenscheinlich erstmal denken könnte? Und ich sage Ihnen ganz klar, Sie haben beides. Sie haben einen ganz klaren Nachteil, und zwar im Moment des Anlaufes, da die Anlaufgeschwindigkeit einfach viel, viel geringer ist. Sie haben aber auch einen ganz klaren Vorteil, den wir gerade gesehen haben, und zwar im Moment des Absprungs. Die Technik ist einfach unfassbar effizient. Aber wie sieht das denn jetzt mit einer Gesamtaussage aus? Beide Komponenten sind so unterschiedlich, die kann man gar nicht gegeneinander aufwiegen, selbst Wissenschaftler nicht. Und wenn man eine Gesamtaussage treffen wollen würde, ist die fast gar nicht möglich oder nur mit limitierter Gültigkeit. Denn wir müssten noch viel, viel mehr Parameter betrachten. Und niemand weiß schließlich, wie weit Markus Rehm mit 2 gesunden Beinen springen würde. Nichtsdestotrotz träumt Markus Rehm von einer Olympiateilnahme. Auch viele andere gehandicapte Sportler wünschen sich mehr gemeinsame Wettkämpfe von nicht gehandicapten und gehandicapten Sportlern. Dann vielleicht in 2 unterschiedlichen Wertungen. Aber so würden wir auch gehandicapten Sportlern endlich die Plattform, die Anerkennung und den Respekt zollen, die sie auch wirklich verdient haben. In diesem Sinne, weniger behindern, mehr möglich machen.
Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und beim Institut für Biomechanik und Orthopädie der Deutschen Sporthochschule in Köln für die unfassbar tolle Unterstützung. Vielen Dank.